Freunde und herzlich willkommen in Eddies Modellwerft. Jo, ihr seht das schon wieder, es geht weiter mit dem Adler. Ich bin auf der Zielgeraden. Was werde ich heute machen? Heute werde ich anfangen, die Brassen fertigzustellen. Zumindest hier was beanfangen. Und ich werde die hintere Rahhalterung, werde ich euch zeigen, wie ich das mache. Ja, dann mal nicht lang schnacken und dann geht das ran an den Adler. Nicht, dass er mir irgendwie da wegfliegt. Er schwimmt ja Gott sei Dank. Alles klar, bis gleich. So, jetzt werden wir hier an dieser letzten Rah die Rahtakelung machen, die ich auch davor gemacht habe. Ich habe schon einmal hier den Domshöfen gebastelt mit dem Block da vorne dran. Und habe den hier oben mit den vordersten Mast verbunden. Und ich muss jetzt darauf achten, dass ich das so ansetze, dass hier auch schön sozusagen die Spange da ist. Nicht, dass ich das aus Versehen so verdrehe. So, und für dieses ganze Geraffel habe ich so ein schönes Wachsband. Das hat den einen Vorteil, man kann das schön so irgendwie durchziehen, das ist schon ziemlich fest und ist natürlich gewachst. Nachteil ist, wenn man das geknotet hat, ja, dann passt da ganz schlecht irgendwie der Sekundenkleber ran. Das verbindet sich nicht so gut. So, und dann werde ich erstmal ihn ganz kurz schauen. Also der äußere und der innere. Da steche ich jetzt hier an der Seite einmal durch. So, während ich meinen Körner drauf habe, werde ich den hier einfach durchstecken. Und dann tüdel ich das hier schon mal fest. So. Das wird jetzt der innere Ring. Und ich mache das auch nur einmal. Also ich ziehe das nur einmal an, weil es ist ziemlich steif. Und ich habe das jetzt mal so, ich kratze es ein bisschen ab und dann kommt der Sekundenkleber da drauf. So, immer gleich befestigen. So, jetzt gehe ich durch den Block sozusagen durch. Der hat hier drei Durchgänge und ich mache hier als erstes den untersten Durchgang. So, ich hoffe, dass er von der Dicke auch reinpasst. Passt nicht so gut. Da muss ich das ein bisschen weiter aufkörnen. Ja, durch dieses Wachsen ist wahrscheinlich der Faden auch ein bisschen dicker. So, jetzt nochmal wieder gucken, ob ich das richtig habe. Jo, das sieht gut aus. Vorteil ist auch, man könnte den Faden, hier passt überhaupt nicht durch, ein bisschen schräg anschneiden. Jetzt nochmal gucken. So, jetzt habe ich den ein bisschen schräg angeschnitten. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ne, funktioniert nicht. Okay, dann machen wir einen kleinen Cut, dann bohre ich das ein bisschen weiter auf und dann gattert weiter. So, jetzt machen wir den zweiten Versuch. Wieder einmal hier ran mit dem Teil und jetzt gattert hier unten los und jetzt passt das auch. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie dran vorbeikommen und dass er auch in einem vernünftigen Winkel steht.
Und ich würde jetzt ganz gerne hier unten durchkommen. Mache ich wiederum so. Den Körner lasse ich stehen. Und dann mache ich das Bändchen da durch. Und dann wird er auch einfach nur mit einer kleinen Schlaufe festgelegt. So, etwas breiter den Fächer ruhig. So. Und so bleibt das erstmal stehen. Und da das alles schön gewachsen ist, kann man das so ein bisschen anbiegen. Und dann braucht man da nicht großartig was machen. So, die anderen zwei Strapfen mache ich ohne euch. Und dann werden wir das Endergebnis mal gucken. Ja, wie versprochen geht das jetzt weiter mit den Brassen. Ich habe hier die beiden hintersten Segelhalle eigentlich komplett getakelt jetzt mit allen Gordings und so weiter. Und was mir dann noch aufgefallen ist, habe ich mir gedacht, oben das Segel, ganz oben das oberste Segel, das hing so flach wie ein Brett. Huch, das hatte der Eddie ja noch gar nicht gespannt und getakelt. Naja, das habe ich jetzt nachgeholt und jetzt ist alles schick, alles schön straff, aber das zeige ich euch nachher nochmal in Vollbild. Wir wollen heute die Brassen machen. Da habe ich mal auf den Bauplan geguckt, also hier beim Großmast bekommen alle Rahen solche Blöcke am Spann, also an der langen Leine sozusagen. Und ich habe hier wieder so ein bisschen das Wooling dargestellt, dass ich hier vorne ein bisschen Sekundenkleber drauf gemacht habe und habe das dann einfach aufgedreht und das Überliegende habe ich weggelassen. Das hatte ich, glaube ich, euch schon mal vor längerer Zeit gezeigt. Und jetzt habe ich mir natürlich geguckt und so weiter, wie kommt der Wind? Also mein Wind kommt ja so, ne, weil ich die hintersten Segel so gestellt habe. Also muss ich die Rahen auch so anbrassen. Und das funktioniert bei der Großrah eigentlich ganz einfach. Ich weiß gar nicht, bin ich dran? Ja, ich bin dran. Da gehe ich nämlich jetzt ganz einfach. Ich habe jetzt übrigens für die Brassen im Großsegel und beim Maßsegel ein etwas dickeres Tau genommen und für das Royalsegel werde ich wieder mein dünnes nehmen. Weil ich weiß nicht, wo der Fehler bei mir liegt. Wahrscheinlich wollten die viel zu viel von den dicken haben. Da dick ist, habe ich noch so viel über und das dünne wird langsam eng. Darum habe ich mich dafür entschieden. Also die haben schon gesagt, dass die Brassen im unteren Bereich mit dem dicken gemacht werden sollen. Und ja, fürs mittlere Segel, also für das Maßsegel, ist mir das eigentlich auch ein bisschen zu dick. Aber ich habe wahrscheinlich auch sehr viel dafür über, weil ich auch die ganzen Stagen und so weiter sollte ich auch mit dem Zeug machen. Und das habe ich ja mit braun gemacht. Also muss ich ein bisschen sparen jetzt. Und deswegen mache ich das in dick. So, jetzt habe ich hier das Ende. Das Ende, da werde ich wieder einen einfachen kleinen Knoten reinmachen. Und dann werde ich das, weil es ein schönes dickes Tau ist, werde ich das wieder umgarnen. Das heißt, ich werde es so rannehmen und da werde ich dann wieder ein Tüdelband drum machen. Aber vorher werde ich das mit Sekundenkleber steif setzen. Weil dieses Umwickeln, das sind Verschönerungsarbeiten, die mache ich später. So wichtig ist, wenn ihr mit Sekundenkleber arbeitet, beide Taue so nehmen und dann ein bisschen Tropfen drauf. Und dann müsst ihr das so ein bisschen da liegen lassen. Denn wenn ihr das vorher dann wegnimmt, ihr seht das schon, es bleibt steif sitzen. Und wenn es dann nachher der eine hoch und der andere runter ist, dann habe ich da so mein Problemchen. So, die Spitze, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen freckelig, die Spitze, diesen dicken Tampen da durch den Block zu kriegen. Vielleicht muss ich da gleich mal ganz kurz einen Cut machen und die Blöcke noch ein bisschen weiter aufbohren. Ich habe sie schon ein bisschen mit einem Körner vorgesetzt, aber wollen wir schauen, ob ich das da durchkriege. Also bei den dünneren Tau habe ich da ja ein bisschen Platz. So,
Ich hoffe, der ist jetzt steif genug. So, jetzt gehe ich daran. Und dann tüdel ich das durchs Loch durch. Das ist ja nun kein Hexenwerk. Oh, das wird eine enge Nummer. Versuche ich noch mal ein bisschen weiter aufzukörnern. Aber man muss dran denken, irgendwann ist beim Aufkörnern auch ein bisschen Schluss, dann bricht der Block nicht auseinander. Und das wollte ich eigentlich nicht mehr. Ne? Da ist irgendwas runtergefallen, war nicht wichtig. Schiff steht noch. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Nee. Das will bei Gott nicht. Das muss ich aufbohren. Einmal von der anderen Seite. Komm, kleines Stück noch. Kleines Pieselstück noch. Da bist du doch durch. Ja. Oh, meine Güte. Das war aber eine enge Nummer. Okay, die nächsten Blöcke werde ich dann also ein bisschen vorbohren. Der Eddie lernt ja nie aus. So, und jetzt haben wir das. Jetzt muss ich hier da durch dieses Löchlein durch. Aber vorher will ich mal gucken, ich muss da unter durch, weil mein Block zeigt nach unten. Nicht, dass ich denn das über Kreuz habe. So, jetzt ein bisschen schon mal reintun, dass ich hier unter durch rauskomme. Ja, das habe ich mir gedacht, da komme ich natürlich genau beim Knecht raus. Aber dafür habe ich ja diese tollen Sachen. Und wenn ich das denn sehen würde, dann wäre ich ja noch besser gestellt. Lirum Larum Löffelstiel. Ja. Also das ist eine Prozedur, die mache ich jetzt nicht mit euch. Wichtig ist jetzt, die Brasse zu spannen. Das heißt, ich gehe jetzt hier ganz einfach an das Segel ran, an den Block, und ziehe mir so weit in Wind, wie ich das gerne haben wollte. So, so finde ich das in Ordnung. Und alle anderen Gedöns, das kommt ja noch mit und das wird ja dann auch gespannt, so wie es denn sein soll. So, da der Block nun ziemlich dick ist, hält das auch ganz gut. So, jetzt haben wir das so fertig. Und jetzt werde ich nochmal versuchen, den zweiten Block aufzubröseln. Man, irgendwie hat das ja geklappt. Ne? Ich habe jetzt keine Lust, da großartig doch den Bohrer anzusetzen. Machen wir das immer von links und von rechts. So. Und jetzt messe ich nochmal wieder ab. Wo ist denn mein hochgeheiligter Anfang? Ja, das hat sich ja alles schon wieder ein bisschen abgebröselt. So, hier beim, also wie gesagt, hier kommt es hinten durch, da durch dieses Loch, und wird es hier vorne beim ersten Belegnagel festgemacht. Das wird also hier an der Seite durchgeführt. Die anderen kommen nämlich von oben und die werden auch ein bisschen anders angesetzt. Und zwar kommen die von dieser Stange. Und dann nehme ich mir jetzt Maß hier so ran, daran und dann hier so einmal runter und ein bisschen Luft lassen, zum Wuling machen und abschneiden. So, das kommt jetzt ziemlich weit achtern ran. Wenn man ganz faul ist, dann kann man auch den Tampen doppelt nehmen, also dass man gleich die andere Seite mitmacht, aber ich werde das jeweils extra festsetzen. So, jetzt brauche ich noch meine Pinzette. Auch hier werde ich das einfach hier gegensetzen, schön stramm machen, und da werde ich dann auch das Wuling nachher noch machen. So, dann nehme ich wieder beide Bändchen da vorne vor
Und dann suche ich mal Sekundenkleber. Und dann lasse ich den ein bisschen stehen. So. In der Zwischenzeit, wo der trocknet, man kann sich, dass es dann nicht krumm wird, auch schon in die Richtung legen, wie das gewollt ist. So, und jetzt werde ich hier wieder mal ein bisschen Weißschleim drauf machen. So. Und dann wieder alles glatt streichen. So, und da entsteht hier auch automatisch so eine kleine Spitze. Und ich hoffe, die hilft mir ein bisschen, um durch den Block durchzukommen. Wie rum ist es erstmal egal. Ne, ihr seht, das steht ja schon von alleine. So. Jetzt versuche ich den mal da durchzuziehen. Ja, das habe ich mir gedacht. Naja, haben wir beim unteren ja auch gehabt. Also dödeln wir den noch ein bisschen weiter auf. Nur nicht zu weit, sonst bricht er auseinander. Immer so ein bisschen hin und her drehen. Meistens funktioniert das. Man kann jetzt natürlich auch so einen kleinen Handbohrer, wenn man hat. Aber Gott bewahre, sowas habe ich leider nicht in meiner Werft. Vielleicht sollte ich mir sowas nochmal zulegen. Aber das funktioniert ja auch so. So, jetzt ist hier natürlich das Blöde, dass ich hier Zucht drauf mache und dann zieht der sich immer nach links und nach rechts weg. Das ist eben halt das Blöde bei diesen Modellen, wo das da so rangeht. Vor allem gerade an denen hier, wo das so mit diesen komischen Spanten ist. Aber es ist ja auch so, die unterste Ra ist ziemlich, ich sag mal, ziemlich weit rüber gebrast und die mittlere Ra geht schon ein bisschen weiter nach hinten und die obere, das geht also immer stufenweise, ne? Ist nicht mehr ganz so stark. Man könnte jetzt natürlich hier in der Mitte so einen kleinen Blindfaden machen und hier unten an den Mast ran, damit das wieder gerade kommt. Ist zwar nicht original, aber sieht schön aus. So, jetzt habe ich die auch angebrast und die kommt jetzt ganz einfach hier unten an den Belegnagel ran. So, wie ich das mache, da nehme ich mir auch wieder so eine lange Stange mit diesem Haken und dann gucke ich von oben, wo ich hin will, und dann führe ich den einfach unter den Belegnagel durch. So. Und dann habe ich das. Kann ich das jetzt noch mal ein bisschen korrigieren, wie ich das gerne hätte. Und dann mache ich den fest. Habe ich da auch den ersten genommen? Ja. Ich werde da nicht großartig viele Woolings rummachen. Weil das Bändchen so dick ist. Und mit einem halben Schlag festmachen. Und schon haben wir zwei Brassen gespannt. So, einmal diese und das sehe ich gerade, ich bin gar nicht ins Bild gekommen und da ist die zweite. Ne? Die geht von hier dort an den Block und geht dann runter an den Belegnagel und das wird er dann noch ein bisschen festgetakelt. Jo, das war schon mal mit zum Thema Brassen und ich werde die anderen jetzt ohne euch machen und mich ein bisschen weiter rumärgern und dann geht's weiter. Ja, das war's wieder mit dem Adler und ja, ich habe euch gezeigt, wie man hier an diesem Adler die Brassen setzt und hier hinten das Geraffel hier in einer letzten Ra. Ja, insofern sieht der Adler schon ganz schön aus. Es sind jetzt diese Seite, also die Backbordseite, die ist schon fertig mit allen Stagen. Und ich habe schon das ein oder andere Tüllbändchen da hängen lassen, wo ich denn gleich ohne euch die andere Seite fertig mache. Ja, was ist denn am Adler noch zu tun? Ja, ich werde noch ein paar kleine Korrektur machen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist,
aber irgendwie sind hier ein paar Sachen so ein bisschen gelblich angelaufen. Ich nehme mal an, dass dort irgendwo mal ein bisschen Tropfen Kleber oder sowas raufgekommen ist. Oder ich habe das ja mit Pattex gemacht, ich hoffe ja nicht, dass da irgendwie was durchkommt. Durchkommt wahrscheinlich nicht, sonst wird es ja überall und nicht nur stellenweise. Ja, wie ihr seht, auch hier vorne am Fockmast habe ich auch schon die Brassen gemacht. Und hier oben am Royalsegel sind sie einfach gesetzt. Wiederum hier am Großroyalsegel sind sie doppelt gesetzt, das heißt also mit Block. Ja, was muss ich denn noch machen? Mir ist aufgefallen, dass ich hier eine Gording noch fertig machen muss. Auf der einen Seite habe ich das, auf der anderen Seite noch nicht. Und dann werde ich mal gucken, da muss ich dann auch noch die Bullins fertig machen. Die Bullins sind ja die Teile, die zu vorne an den Segeln war, um zum Bergen der Segel. Ja, das war immer nach Achtern mit den Gordings und nach vorne waren die Bullins. Ja, wie die das da früher gemacht haben, das werde ich auch nicht so genau, war leider nicht mit dabei. Heutzutage ist das ja nicht so. Aber ja, die muss ich dann auch noch spannen, aber das geht eigentlich ganz fix. Ist aber auch immer so ein Querranzgetüdel, so ungefähr wie hier vorne hinter den, wenn ihr das so seht, hier so wie dieses hier, das vorne an den Segeln. So kleine Dreiecke kommen dahin, an den großen Segeln sind das drei Stück und an den vordersten Segeln sind das jeweils zwei. Und die obersten Royalsegel, die werden nur einfach, das heißt, da ist dann nur ein Dreieck. Ja, und die Bullins, die werden ja immer nach vorne gespannt. Also hier bei den Fockmast, da gehen sie dann vorne wieder an den Bugspriet, an die Stagen des Bugsprits ran. Und diese hier gehen da in die Mitte. Ja, das geht dann wieder ein bisschen kreuz und quer. Hier brauche ich keine machen, die habe ich nämlich, die sind nur mit Geitau, mit Gordings. Komme ich hier mit Geitau durch den Eigner. Aber es sind Gordings. So, das war jetzt erstmal das. Jetzt gibt es noch einen kleinen Beitrag. Wie gesagt, wenn ich die Bullins anfertige. Und dann ist der Falke, so der Adler. Wieso sage ich Falke? Ah ja, weil ich den da drüben liegen sehe. Mein guter Falke. Nee, der ist der Adler fertig. Dann werde ich mich mit dem Ständer beschäftigen. Wie gesagt, ich habe mich mit meinem Auftraggeber ja jetzt geeinigt, dass ich auf der offenen Seite, da wird es eben halt nur ein Ständer sein, ganz normal, freischwebend. Ich habe mir gedacht, dass ich da irgendwie Wasser emittiere oder so, das weiß ich aber gar nicht, ob ich das so hinkriege, weil das sieht dann blöd aus, weil es auf der anderen Seite, da wo keine Kanonen drin sind, da soll ja so eine Art Steg hin. Und da weiß ich nicht, wie ich da das Wasser rumziehen sollte, wie das denn aussieht. Aber ich glaube, ich lasse das mit dem Wasser. Das sieht alles ein bisschen blöd aus. Das würde doof aussehen. Wie gesagt, so die blanke Front ohne so mit einfachen Ständer, ohne diesen, der hier dran ist, für den Adler. Da werde ich unten nur zwei Leisten ransetzen und der wird da reingeklemmt. Und zur anderen Seite wird er dann festgehalten, dass er dann nicht umkippt. Eine Sicherungsschraube kriegt er dann von unten. Und da muss ich wieder ganz vorsichtig sein. Ja, denen auf die Seite oder auf den Kopf zu stellen, nicht dass ein von diesen schönen Teilen hier abbricht. Ja, die habe ich auch jetzt alle dran. Ihr seht es hier hinten und hier an den Seiten habe ich überall diese Speere dran. Das heißt ja, wenn die mal ein bisschen im Gefecht zu dicht aneinander kamen, dann haben sie damit die Takelage vom Feind ein bisschen mit zerstört. Oder derjenige kam dann nicht zu dicht dran, dass sie das Schiff entern konnten oder wie auch immer oder so und so. Ja, wie gesagt, Adler, ich mache jetzt die andere Seite, die Steuerbordseite werde ich jetzt fertig machen mit den Brassen und dann werde ich anfangen mit den Bullins zu takeln, die zeige ich euch natürlich auch und dann ist der Adler von Lübeck fertig. Er kommt dann dieses Jahr mit nach Ried und danach wird ihn mein Auftraggeber, vielleicht treffe ich ihn irgendwie auf der Mitte, direkt dort abliefern oder er holt das, wie gesagt, bei mir hier zu Hause ab. Dann kann ich hier noch ein bisschen eins tauben. Und ja, bis dahin habe ich da noch ein bisschen Zeit, kleine Ausbesserungen zu machen, falls dort irgendwas nötig ist. Ja, ich empfand das als ein sehr schönes Modell. Spantenbauweise war das ja diese, oder Schichtbauweise auf Balsaholz. Hatte ich so eigentlich noch gar nicht gemacht. Meistens mache ich immer
Spanten und dann mit Planken drauf. Und aber ansonsten war die Passgenauigkeit von den Teilen, kann ich das gar nicht sagen, weil die habe ich ja selbst verklödert, weil man musste die ja alle selber aussägen. Und wenn ich da ein bisschen komisch gesägt habe, dann war die Passgenauigkeit ein bisschen dahin. Aber so war alles immer schön aufgedruckt. Bei mir war das natürlich so, dass das Holz natürlich ein bisschen spröde war. Gerade bei den itzi-klitzi kleinen Teilen, da habe ich das dann angesetzt, die Dekupiersäge oder auch die Laubsäge. Und da ist, wenn er um die Ecke rumgeht, bei den gebogenen Teilen, knackte oder platzte das dann weg. Da musste ich dann in die Trickkiste greifen und mir eben halt noch ein paar Teile dazu holen oder aus meinem eigenen Fundus etwas machen. Meistens ging das gut, ne, so wie mit den Blöcken, die habe ich mir zusätzlich beschafft, weil da waren ja überall nur Plastikblöcke und ja, sonst war eigentlich alles dabei. Die Wanden, das Garn habe ich auch selbst erstellt, also selbst ausgewechselt, weil da sollten auch denn die weißen Wanden werden, die waren dann schwarz. Ich hatte sie schwarz denn eingefärbt. Aber das sah so scheckig grau aus. Also dieser Wollfaden, der hat das nicht so schön angenommen, die Sache, wie ich mir das gedacht hatte. Und so mit richtiger schwarzer Farbe wollte ich das machen, nicht machen. Ja, das wäre irgendwie auch doof gewesen. Dann wären sie auch so steif und so dick geworden. Naja, so im Großen und Ganzen ist das eigentlich ein schönes Schiff. Und hier und da findet man das ja noch, wenn ich das sagen darf, bei eBay. Es ist wirklich nur viel Fantasie und wirklich sehr viel Geschicklichkeit dazu zu tragen. Und ich hoffe, so den einen oder anderen, der den Adler baut, konnte ich ein bisschen mit ins Boot nehmen, wie ich den Adler baue, dass man das denn nachbauen kann. Ja, was mir jetzt natürlich gerade so just noch auffällt, ist, die Flaggen fehlen natürlich auch. Aber die kommen ganz zum Schluss. Wie gesagt, erstmal jetzt die Brassen, dann die Bullins, na und dann die Flaggen. Jo, alles klar. Bis denn in Eddys Modellwerft. Und wenn euch das gefallen hat, wie ich den Adler gebaut habe oder noch baue, dann könnt ihr natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. Ich habe auch noch viele, viele, viele andere Projekte, die genauso schön werden, glaube ich jedenfalls, wie der Adler. Bis denn in Eddys Modellwerft. Tschüss!